Moin, so Honkai Impact. Hier haben wir jetzt eben halt wieder ein neues Update. Das ist jetzt Update 3. Ich zeige euch das jetzt hier bei Ankündigung. Es gab jetzt dazu jetzt auch dann jetzt das neue Update. Und hier wurden auf jeden Fall sehr viele Sachen hinzugefügt bei Update 3. Heißt also, hier haben wir jetzt auch die Elfen. Das sind so gesehen unsere Begleiter, die uns so gesehen auch unterstützen. Das war auch eine sehr, sehr coole Sache. Außerdem gibt es auch noch eine Spende für Notre Dame. Also es gibt da dafür so ein Pack, den ihr da kaufen könnt. Und dann könnt ihr eben halt dafür für einen guten Zweck halt dafür spenden etc. Da könnt ihr eben heute euch anmelden und dann eben halt das holen, falls ihr das möchtet. Außerdem gibt es auch einen neuen Max-Level. Es ist dann jetzt ja, Level 80. Es gibt exklusive Inhalte jetzt außerdem. Level 80. Haben immer halt Teile der Belohnung und viele andere weitere Belohnungen, Götterschlüssel. Ja, hält jetzt auch noch in der Zeit nach dem Update den 18. April. Und dann geht das eben halt jetzt mit diesem Eventdauer bis 23. Mai. Also dieses schnelle Leveln-Event. Benötigtes Captain-Level ist dann eben halt 20 oder höher. Kapitäne mit Level 30 oder höher erhalten 30%. Logge dich jede Woche in ein Captain XP Ship mit 15% mehr XP ein. Also hier kriegt ihr auch noch mal auf jeden Fall eine Menge. Wir haben eine Majestät, da haben wir sich schon welche. Also ich finde das eine coole Sache zwar 66 und droppt gratis alles, aber es haben auch welche gesagt, dass es eben halt nur wegen so ein Outfit sehr, sehr viel sei und ja, nicht so toll. Dann gibt es außerdem auch Rita zu deinen Diensten. Hier haben wir jetzt eher wieder verschiedene Versionen von Rita und halt auch die, die wir eben halt kennen. Die sind ja auch schon seit längerem immer dabei gewesen. Und hier haben wir die gewöhnliche Rita und dann haben wir hier zwei neue zusätzliche Silbermond, ultimative Maid Solo, Sensenengel. Ich zeige euch das jetzt hier mit den Elfen. So, hier haben wir jetzt eben halt zwei zur Auswahl. Ihr könnt sie eben halt haben oder sie. Müsst ihr eben halt schauen. Beide haben eben halt so ihre Effekte. Sie hat zum Beispiel blutiges Urteil, Axt der Zerstörung und Siphon Leben. Aber die werden wir noch nicht haben, die Blutumarmung. Das ist Ying Weiß Flügel. Ja, hier sehen wir eben halt die Teile. Hier könnt ihr den Elfenshop eben halt tauschen und dann könnt ihr eben halt durch diese Punkte, die ihr dann habt, eben halt dementsprechend die Sachen kaufen. Wenn wir mal hier. Okay, hier Flügel. Habe ich hier. Auch. Also wir müssen die irgendwann halt so freischalten anscheinend. Ah, hier. Hier gibt es außerdem auch nochmal das Event dazu mit den Elfen. Da werde ich das auf jeden Fall auch nochmal euch zeigen. Unternehmen neue Bündnisse. Okay, aber das können wir gleich mal anlutzen lassen. Hier haben wir auch noch den Kampftest. Das habe ich auch jetzt mal gemacht gehabt. Da kriegt ihr eben halt schon mal Einblick dazu. Dann hier Ex Machinima. Silbermond, das werde ich auf jeden Fall auch mal demnächst präsentieren, um euch da Einblick zu lassen. Sensenengel, ultimative Maid. Außerdem gibt es neue Belohnungen zu der Gedenkarena. Da weitere Events ist noch gesperrt. Haben wir hier noch so? Ja, da ist noch nichts Neues. Okay. Außer hier Cooperate. Ist jetzt Tagesanbruch mit dabei, wegen den neuen Götterschlüssel. Da gibt es außerdem auch wieder was. Hier habt ihr Koop. Temporäre Basis, also sprich die Sachen, die ihr einfach so bekommt. Hier haben wir das hier mit diesem Raid, das kennt ihr ja auch noch. Okay, naja, gut. Dann haben wir jetzt eben halt die Übersicht, ne? Sprich, hier können wir jetzt die halt upgraden und sie dann verbessern mit Angriff, Crit, SP und Damage-Typ ist hier eben halt Feuer. Und dann können wir sie eben halt dementsprechend füttern und dann halt auch dann leveln dafür, damit sie dann halt auch stärker wird.
Demnächst, wenn wir auf Wasser denn antreffen, wenn wir das können hier, müssen wir sie noch freischalten. Dann müssen wir halt welche Teile sammeln von ihr, um eben halt sie zu bekommen. So, aktuelle Version muss eine Elfe 60 und 70 erreichen. Okay. Die Valkyrie kann auch das Level der Elfe des Captains nicht übersteigen. Okay. Wie du die Sternzahl deiner Elfen erhöhst. Elfentalente, auch ganz wichtig. Da gibt es eben halt auch verschiedene Fähigkeiten, die sie dann eben halt drauf haben können. Hier zum Beispiel haben wir die Skills. Erbe des Sternfeuers haben wir hier zum Beispiel. SP-Kosten und sowas halt. Und die werden eben halt auch immer besser. Hier fügt 10% mehr Feuerdamage zu und erhält einen HP-Heilungsbuff in Höhe von 10% für Valkyren. Ist auf jeden Fall auch ganz nett für euch, sowas mit dabei eingesetzt zu haben. Dann gibt es jetzt außerdem hier eine Sache, da muss eben halt der Captain-Level halt 70 sein. Hier in der Zeit kriegen wir jetzt 30% Bonus-XP für diese Woche. Da gibt es eben halt diese Woche immer halt entsprechend die Bonus-XPs. Die hier kriegt ihr außerdem auch noch. Momentan Genbeschränkung, okay. Also das hier, okay. So, gut. Da gibt es außerdem jetzt dieses, was ja gesagt worden ist. Diese hier, die hier könnte man ja nicht mehr benutzen, weil. Und doch, das ist da. Ach so, die zählen auch dazu, okay. Das nur hier, diese sind noch stärker, weil die halt noch mehr geben würden dann, ne? 4 Sterne und hier haben wir 3 Sterne. Genau, ich hatte ja vorher welche gehabt, die konnte ich gar nicht mehr einsetzen, weil es jetzt nur noch für 50 war. Und jetzt kann ich hier die neuen aktivieren. Zack. Schon haben wir hier einen weiteren Buff mit dabei. Wir dann jetzt sogar noch weitere zusätzliche XP bekommen können. Hier gibt es außerdem auch eine Belohnung. Hier können wir mal halt die ganzen Sachen hier freischalten und halt auch bekommen. Zum Beispiel auch hier Teile. Sieht man hier dementsprechend auch. Das ist auch sehr schön. So, Elfe. Außerdem gibt es hier auch noch meine Story dazu. Info. Hier sehen wir Phase 1, 27 bis 60. Okay. Halt noch ein bisschen upgraden. Hilfe schafft. Hier sehen wir auch nochmal die Vorschau. So. War ja der Test, ne? Hier. Ah, da, okay. Können wir ja schon mal starten und dann können wir hier einfacher Talent gem. Erfüllt mehrere Zwecke. Fügt ein Talent XP hinzu. Das ist damit die Talente halt besser werden. So, dann nehmen wir hier von der Armada. Hier können wir hier nochmal Kiana, die ich habe. Dann die 6. Serenade. Und dann habe ich ja gesehen, dass bei ihr jetzt auf jeden Fall auch einen ordentlichen Boost bekommen gehabt, habe ich gesehen. Genau, hier das mit denen. Können wir ja auch noch hochstufen bei ihr. So. Genau, da habe ich auch wieder irgendwie eine Menge bekommen.
班長の来た。Ja, die Chips können wir weitere einsetzen, okay. So, dann legen wir los. Hier können wir jetzt quasi die Elfen verbessern, denn auch. Wenn wir mal hier gucken. Achso, da geht's lang. Weg ist versperrt, ich komme hier nicht weiter. Okay, jetzt kommt jetzt ein Gegner. Oder? Ah ne, das ist Einstein, okay. Macht jetzt den Weg frei. Nice. Die trägt ja auch eine kurze Pants, so wie man sieht. Weil man sieht ja eigentlich schon so die Po-Backen. Habe ich auch erst spät gesehen. Ich dachte so, okay, läuft. Fanservice muss ja auch mal sein, ne? Du Göre. Ich bin kein Vogel, du Dummkopf. Ich bin Jingweiß Flügel. Sie sehen schon irgendwie cute aus. Eine Meisterin? Okay. Beispiel den einen Testkampf da mit der Elfe. Könntet ihr so gesehen ja auch schon in Aktion erleben. Den ersten Kampf geschafft hier. Mit zu eisiger Winter. Wir haben keine. Achso, wir können immer pro Tag einen Versuch machen oder wie? Ein Tag nur? Okay, wusste ich jetzt nicht so. Da haben wir nur einen Versuch. Dann haben wir hier ultimative Might. Hier gibt es außerdem auch Missionen zu erledigen. Beenden, schrubben, poliere, aufräumen, Tee trinken. Okay. Halt so alles so Made-Zeug. Und hier verbrauchen wir Luxusreiniger-Set. Gewährt Versuche für die Eventphase von Ultimative Might Solo. Erhalten kann man die durch Login-Mission. Hol es dir jetzt. Ah, hier bekommt ihr das wohl dementsprechend, ja? Da. Ein schöner Tag, lass uns anfangen, das Hauptquartier hier sauber zu machen. Tägliche Mission. Zwei Stück, okay. Interessant. So. Was stand da hier? Phasenbewertung. Eventbonus. Wer in dieser Phase pro Tag bringt 50% Bonuspunkte. Aha, okay. Hier sehen wir das. Hier sind die empfohlenen Valkyren. Und dann haben wir hier das mit dem Mithril. Standardwährung, der Kauf von Standardmaterialien. Und hier haben wir Asterit,
Eine Seltenheit, die zum Kauf von seltenen Materialien verwendet werden kann. So, was Besseres noch. So, eins, zwei. Da gibt es ja noch eine, ne? So, da haben wir noch die Sensenengel. Hier sehen wir 1, 2 und 3. Da gibt es jeweils Herausforderungen. Hier kriegt ihr außerdem auch Phantomeisenfragment und eben halt auch die Upgrade-Materialien. Hier haben wir eben halt entsprechend auch noch solche Sachen, wo ihr das fürs Upgrade benutzen könnt. Haben wir hier Verteidigungslinie 1 und solche weiteren Sachen. Wenn wir die alle soweit geschafft haben, denke ich mal, kommen wir auch zu der nächsten Herausforderung. Hier haben wir mal D grob, okay. Besiege Schattenritter. Eine schnellere Beendenzeit bringt dir höhere Wertung ein. Okay. Was haben wir hier unten? Ach da, das ist unser Feind. Schattenritter. Hier nochmal Informationen, hoher Damage-Schild. Stärken. Also was die eben halt drauf haben, die Gegner. So, dann haben wir hier eben halt die Rita Rossweise. In den Rang SSS Level 75. Ja, eine gute CP, also das ist so wie der Gierstand quasi. Und hier hat sie sogar noch einen gewissen Boost mit 35%. So, dann wollen wir mal starten. Das andere von Rita würde noch viel länger in die Länge ziehen. Das seid ihr so gesehen in der Basis und dann müsst ihr da durchschlingeln, könnt ihr Parallelwelt wechseln, etc. Aber probiert das auf jeden Fall aus, wenn ihr das machen wollt mit der Maid Solo. Falls ihr da auch noch was farmen wollt. Ja, auch Sensenkämpfer gehen gut ab. Also die ist jetzt momentan in ihren Supermodus. Hält aber lange in ihr. Geht doch. Ja, wenn sie in den Supermodus ist, dann geht die richtig gut ab. Haben wir es geschafft, nice. So, dann haben wir die erste besiegt. Und da gibt es auf jeden Fall noch viele weitere, die man bekämpfen kann. Die kennen wir ja auch noch. Wendy ist auch mit dabei. Da haben wir einen weiteren Gegner. Also es gibt sogar auch zwei Bosse in einem Areal. Scheint hier. Ich
Mysteriöse Horde. Raum. Besiege alle Feinde. Dann haben wir hier besiege alle Feinde. Dann habt ihr auch. Auch. Hier haben wir einfach mal so eine Art Boss. Ja, auch nochmal Feinde. Okay. Und dann gibt es hier immer die eine Wertung. Die könnt ihr eben halt. Ja, pushen. Sprich eure Punktestand halt. Dann könnt ihr halt diese Sachen hier bekommen, wie ihr seht. Von Phantomeisen, Fragment. Halt dementsprechend. Außerdem bekommt man das ja auch hier von Story schwer. So Prime hier, hier auch nochmal und dort. Ja. Und dann könnt ihr sie eben halt auch dementsprechend bekommen, wenn ihr das eben halt ergrinden wollt. Gehen wir einfach mal hier. Wir schauen wir mal, wo ist das denn? Da. Da. Ihr braucht 30. Ja, wenn ihr halt immer schön die Sachen farben, könnt ihr sie eben halt auch dementsprechend freischalten als Charakter denn. Und dann habt ihr eben halt Rita Roseweise eben halt als Sensenkämpferin mit dabei, hier bei den Valkyren. Ja, sie ist eben halt jetzt die neue, ne? Die wird eben halt natürlich nicht so einfach sein zu bekommen. Da muss man eben halt auch noch wieder was machen. Oder eben halt Glück haben und die durch diese Packs halt bekommen. Ja, das wollte ich euch erstmal hier zeigen bei Update 3.0. Und ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hier gibt es außerdem hier auch nochmal Osterzeug. Wisst ihr auch nochmal Bescheid. Könnt ihr auch gerne machen. Hier Arc-Pirscher kann in dem Fall hier auch nochmal gemacht werden. Da, wenn ihr jetzt welche Sachen erfüllt habt, könnt ihr eben halt auch solche Tokens halt bekommen. Fortgeschrittene Belohnung gibt es eben halt hier dann zu dieser. Auch nochmal weitere Tokens hinzu. Und außerdem auch weitere Materialien und Upgrade-Zeug. Da gibt es außerdem auch nochmal die Möglichkeit, hier sie eben halt zu bekommen. Ex Machina könnt ihr eben halt jetzt hier die neue bekommen. Da kriegt ihr halt welche Fulmare-Kerne. Die könnt ihr eben halt in diesen Shop eintauschen. Hier seht ihr auch nochmal, hier gibt es auch nochmal Sachen, die ihr dafür eintauschen könnt. Zum Beispiel fürs Upgraden oder andere Materialien, für Upgrade für Waffen, für die Valkyren. Hier könnt ihr außerdem auch nochmal die Sachen bekommen dazu. Und hier können Sie sogar die neue spielen, die Rita im Phantomeisen in den neuen Outfit. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus, da hat sie bestimmt auch wieder einiges drauf. Hier zum Beispiel mit ihrem Genenum-Schnitter, neue Sense und dann die neuen Stigmatas, ihre neuen anderen Skills hier. Ich glaube, das ist bestimmt outfit-technisch, glaube ich, das hier, aber sieht aber auch schon sehr, sehr cool aus. Ein Testcharakter, okay. Ja, komm, lassen wir das einmal kurz testen, denn das kann ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen hier. Und dann habe ich auch, denke ich mal, wohl genügend gezeigt. Dann werden wir einfach mal in Zukunft schauen, hier weiter bei Honkai Impact 3, auch hier mit der, denke ich mal, mit der Story, um weiter voranzuschreiten. Mal gucken, was da denn so abgeht. Oh, ja, ziemlich cool, die so raushaut hier. Oh, das ist schon ganz nett aus, so. Ah, haben wir hier unseren Kumpane noch gerufen gehabt. So. Rufen wir noch so einen Freund, der mit uns noch kämpft. Schon cool, macht Laune. Coole Sache. So, dann können wir halt noch
diesen Kern. Ja, und dann kann man hier auch noch mal machen. Da habt ihr immer halt 6 Versuche. Ich habe jetzt einmal gemacht. Das hier kann man auch noch mal machen. Hier haben wir noch mal die Eisversion, die Frostsense und dann haben wir eben halt hier auch noch mal die neue. Komm, die nehmen wir auch noch mal mit hier. Silbermond. Da kann ich ja erstmal auch mal die alle noch mal zeigen, die neuen Variationen von denen. Ja, jetzt gibt es außerdem auch wieder einen neuen Story-Abschnitt, den man jetzt auch wieder machen kann, der hinzugefügt worden ist. Oh, das ist auch ganz nett hier. Ihr seht also, in 3.0 kam es wieder echt eine Menge Sachen jetzt hier in dieser neuen Version. Oh, oh. Ja, geht schon richtig gut ab. So, und als nächstes machen wir jetzt auch noch Grandeur. Sieht auf jeden Fall auch ganz schick aus. An sich so. Ja, die Version kannten wir ja schon bei ihr. Letztens. Und eben halt dementsprechend wohl das neue Outfit hier. Aber ich finde, die neuen Outfits bringen dementsprechend auch immer wieder neuen Style hinzu. Bin ja schon bei den anderen gesehen. Ah ja. So, ja. Das wollte ich euch jetzt mal alles soweit zeigen hier, was da jetzt alles dazu kam, was man jetzt alles wieder machen kann. Und ja, nicht zu vergessen, außerdem auch nochmal bei der Story wurde auf jeden Fall auch nochmal hier was Neues hinzugefügt. Hier Angriff, Story und dann haben wir hier jetzt dunkle Schlange. Dabei Kapitel 9x2, also ein weiteres X nach eben halt der Might geht es jetzt weiter jetzt nun in dieser Version her von den X. Ja, da wünsche ich euch sonst auch nochmal viel Spaß dann dazu, neue Kapitel veröffentlicht. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch selber noch viel Spaß weiterhin hier bei Honkai Impact. Ansonsten, ich würde sagen, einfach sonst bis zum nächsten Mal wieder.
Haut rein und danke fürs Zuschauen.